Ja, wunderbar. Sound da und Bild da. Was will man mehr an diesem sonnigen Mittwoch? Ja, nochmals Grüße an dieser Stelle. Die Teilnehmer strömen noch herein. Der ein oder andere vielleicht vom Beach aus. Wir wissen es nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir wieder einiges durchzunehmen haben. Und ja, freue mich, dass ihr dabei seid. Freue mich heute hier wieder auf das JFD-Devisenradar. Und natürlich haben wir heute Morgen schon das JFD-Devisenradar als Stream schon abgeliefert, wie eben jeden Tag. Und da ist es natürlich spannend, dass der Goldpreis sich hier tatsächlich jetzt schon mal aufgemacht hat, nach oben rauszuziehen. Das schauen wir uns gleich an. Ansonsten, liebe Leute, wenn ihr Wünsche habt, und ich habe auch gleich relativ zeitnah Euro-Kanadisch-Dollar als Wunsch im Chat zu sehen. Bernd, du Spaßvogel. Ja, kein Bild, kein Ton. Aha. Aber alles super, alles da. Passt also insofern, wenn ihr Wünsche habt, gern in den Chat schreiben. Was ich von Jackson Hole erwarte, ja. Durchaus wieder viel Gerede. De facto sind die Notenbanken ja weltweit dabei, gerade im Sinne dessen, dass wir so ein Stück weit eben den angelsächsischen Raum ansprechen, dabei eben ihre restriktive Geldpolitik mehr und mehr ja auch darzustellen, anzugehen. Ich meine, Amerika tut es ja schon seit einiger Zeit, auch wenn restriktiver als eigentlich erwartet, sprich die Zinsschritte, wie sie denn eigentlich ursprünglich mal 2014 und Co. in Erwartung gestellt wurden und dann eben auch mit den ersten Maßnahmen, sind eben nicht so rasant vollzogen worden, wie eben ursprünglich gedacht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben doch interessant, dass hier sicherlich da in die Richtung sozusagen argumentiert wird. Ich meine, dass der Euro jetzt hier stark beflügelt wurde unlängst, das haben wir technisch auch sehr schön covern können. Hat sich natürlich auch mit einer gewissen, sage ich mal, massiven Dollarschwäche sozusagen entwickelt. Das muss man ganz klar sagen. Also der Euro ist sicherlich ein Nutznießer der Geschichte, aber im Primären, und da können wir uns dann auch gerne den Dollarindex nochmal anschauen, ist es eben auch der Dollarindex, der hier Schwierigkeiten hat, zu akuten Schwierigkeiten neigt. Und das muss man ganz klar sehen, dass eben hier die Schieflage eben auch vom Dollar ausgeht, eben auch im Sinne dessen, was ja nach Trump geschah. Letztes Jahr im November, ja, erlebte ja praktisch der Dollar einen Höhenflug, im Sinne der orakelten Fantasie von Mr. Trump. Dass da wenig dran ist, das wissen wir jetzt, und dass da auch wenig dran sein wird, mittel- bis langfristig, scheint auch relativ sichtbar. Aber de facto wurde eben aufgrund dessen, dass es sich mehr und mehr alles zerbrach in Sachen dessen, was angekündigt wurde, eben hier ein massiver Dollarverfall eingeleitet, und das ist wirklich charttechnisch eben hochinteressant. Das muss man mit ganz, sag ich mal, trockener Zunge hier raushauen, dass die Unterstützung sozusagen hier um 93, 93, 70 eben abermals verteidigt wurde. Also das ist schon sehr, sehr interessant, und das ist sehr, sehr auffällig hier im US-Dollar-Index Future Endlos, der hier den Außenwert des Dollars darstellt gegenüber einem Währungskorb aus 6 Währungen. Und hier eben der Euro auch schwer gewichtet. Tatsache aber hier, dass diese Unterstützung eben maßgeblich verteidigt wurde. Hoch, hoch interessant. Und von diesem Level ausgehend hat der Dollar natürlich Reaktionspotenzial. Das heißt, er kann sich durchaus ein Stück weit, ich will sagen, berappeln. Ein Stück weit versuchen, wieder nach oben zu drehen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass wir hier signifikant in Richtung oder vielmehr über 97 Punkte Schrägstrich in Richtung 100 Punkte hinausziehen werden. Ganz, ganz ehrlich, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Soll heißen, die Dollarschwäche wird wohl bleiben. Der Euro wird wohl weiter nach oben ziehen, und da erlaube ich mir auch gleich mal den Big Picture Chart vom Euro nochmal reinzuladen an dieser Stelle. Sekunde, jetzt muss ich kurz die Software öffnen. So, ja, die nächsten Währungspaare, die gewünscht werden, sehe ich auch schon im Chat. Australdollar Cut, schreibt einer, bin ich short, dann kommt nochmal Australdollar Cut, dann kommt nochmal. Also ich hoffe, es ist nicht derselbe, weil ich sehe, wie gesagt, die Teilnehmer in der Masse nicht, sind also unbekannte Schreiberlinge. Aber ich würde sagen, das sind verschiedene, die den Australdollar-Cut hier im Fokus haben. Grund genug, sich das natürlich mal näher anzuschauen. Schauen wir aber jetzt mal näher auf den Euro gegenüber dem US-Dollar, den ihr bei uns ja bei JFD Brokers hier zum Core-Spread auch handeln könnt. Ich will es an dieser Stelle nur noch mal erwähnen, liebe Leute, weil es wird eben häufig da viel Schabernack getrieben. Und deswegen hier auch bei uns auf der Hauptseite, schaut euch die Live-Spreads an. Ja? Wir sehen jetzt hier gerade in der US-Session, sind wir ein Stück weit höher. Im Schnitt sind wir zwischen 0,2 und 0,3 im Durchschnitt. Ja. Ändert sich natürlich je nach Lage des Marktes, aber wir sind hier grundsätzlich im Pip-Dezimalbereich.
Ja, also Kommastelle, die Pipette als solche, die fünfte Nachkommastelle bei den klassischen Pairs. Und das, liebe Leute, lasst euch auf der Zunge zergehen. Man muss hier eben tatsächlich interpretieren, dass wir hier mit den Core Spreads am Interbankenmarkt unterwegs sind und eben dies auch natürlich nachweisen können durch unseren Post-Trade-Report. Das heißt, wir liefern die Preise wirklich aus an den Interbankenmarkt, ja. Also das geht wirklich an den Markt. Und der Interbankenbereich, wie gesagt, gucken wir uns jetzt mal hier die Plattform an. Dann sind wir auch gleich dann an den Märkten direkt dran. Hier Märkte, zack, Devisen, Edelmetalle, zack. Da seht ihr unseren Liquiditätspool, ja. Und die speisen hier im Millisekundentakt die Preise rein und über unsere Bridge- und Aggregatorensysteme ist es eben so, dass jeweils der beste Bid und Ask rausgefiltert wird. Das heißt, auch selbst bei einem Spread, der hier eben schwankt zwischen 0,2, 0,3, ab und zu mal 0,4, es kann auch mal bei den News ein 0,5er werden oder eben auch eine weitere Ausdehnung geben, wird aber trotzdem auch hier jeweils der beste Bid und Ask gesucht und es kann hier auch ein Spread von 0 geben, ja. Insofern ganz, ganz wichtig, sich das mal anzuschauen und vergleicht das mal mit eurem Broker. Auch hier der Goldpreis-Spread 12 Cent. Ja, da kenne ich auch ganz andere Dimensionen. Wie gesagt, lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Gut, aber mal back to the market. Euro-Dollar, da waren wir stehen geblieben. Der steht jetzt hier an einem Widerstandslevel ähnlich wie der US-Dollar-Index. Okay, was beim Euro-US-Dollar die Oberseite ist, und da spreche ich hier von dem Bereich 1,1870, ist das beim Dollar-Index, nochmal zur Beschau. Hier die Unterstützung bei 93, 93, 70. Das sind die beiden Levels, die hier von Interesse sind. Und zugegebenermaßen von diesem Niveau ausgehend, A, beim Dollar, wie gesagt, könnte es eine Gegenreaktion geben nach oben und beim Euro natürlich eine Gegenreaktion nach unten. Die muss jetzt eigentlich nicht so massiv ausfallen, weil rein von der Projektion der Range, ja, hier haben wir die mehrjährige Range seit 2015. Hier einfach mal so ein Rechteck genommen und das nach oben abgetragen, besteht Potenzial, und das ist mit diesem Ausbruch hier eigentlich signifikant unterstrichen worden, bis 1,23. Und da sind wir schon wieder an der nächsten Widerstandszone. Ihr wisst das, mein Ziellevel für den Euro ist eigentlich so 1,25, 1,26 hier in diesem Bereich. Da sollte er hinlaufen und da sehen wir hier die große Abwärtstrendlinie kommen. Da wird es dann höchst, höchst spannend, wie der Markt dann an diesem Bereich reagiert. Ich meine, mit schrägen Trendlinien, da habe ich auch gerade vorhin was mit dem Bernd gesehen, er sehen im Chat bei mir, im Stream, mit dem Euro-Neuseeland-Dollar, schauen wir uns auf jeden Fall auch gleich mal an, dass eben schräge Trendlinien durchaus mit Vorsicht zu genießen sind. Aber hier, wenn wir eine mittellangfristige Relevanz haben und dieser Abwärtstrendkanal weist einige Schnittpunkte auf, ja, hier die oberen Tops jeweils, Touchdown an der oberen Trendlinie und hier die unteren Spikes an die untere Trendlinie eben, hochinteressant, ja. Und ich hätte mir, das wisst ihr, ist keine Neuigkeit, hier auf jeden Fall einen Touch zur Parität gewünscht, ja. Also hier im weiteren Jahresverlauf, zack, hierhin nochmal eine Bestätigung und dann ab nach oben. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was und ich muss leider hier hinterher schauen. Nach dem Motto, mein favorites Szenario, ihr wisst es auch hier, das Harmony Pattern, ich zeige es nochmal ganz kurz, wusch, hier das Gartley Pattern, hat sich als solches nicht erfüllt. Also hier hätten wir runterlaufen müssen in Richtung Parität, das wäre wirklich die Final Zone gewesen. Ich meine, eine Überraschung ist es, wenn wir jetzt doch noch nach unten abtauchen, ist aber zugegebenermaßen meines Erachtens eher die geringere Variante als dessen, dass es eintreten könnte. Also gut, hätten wir den Dollar Index als solches besprochen, auch dem Euro. Ich sehe auch hier häufig gerade, Australdollar-Cut nehme ich mir gleich mal vor, aber auch häufig das britische Pfund nachgefragt. Lasst uns da doch auch mal den großen Chart anschauen. Ja, hier auch wieder Big Picture, wir können bis in die 80er zurückgehen, doch, und das war auch schon lange mal orakelt hier, das Level von 1,20, hätte ich mir gerne ein schöneres Tief hier noch gewünscht im Frühjahr, so einen kleinen Dreifachboden, das wäre es gewesen. Aber auch hier, die Bullen zogen hier schon früher nach oben raus und ja, projektionstechnisch erlaubt sich auch viel mehr Spielraum auf der Oberseite, aber ihr seht jetzt den aktuellen Handelsmonat August, ja, das ist schon sehr bärisch, was daher kommt. Also das Pfund wieder in sehr, sehr abgabefreudiger Laune. Habe ja auch selbst einen Short beim British Pfund US-Dollar aktuell laufen, der sozusagen sich jetzt hier so ein bisschen heranreift. Wir wollen mal sehen, ob das noch ein bisschen hier an Dynamik gewinnt. Aber grundsätzlich das Pfund im aktuellen Handelsmonat auf jeden Fall schwach unterwegs. Und hier bleibt natürlich das Risiko Brexit, Schrägstrich hier immer wieder neue Maßnahmen. Aber dennoch sollte grundsätzlich von der gegenwärtigen Dollarstärke, die kurzfristig kommen kann, das Pair British Pound US-Dollar natürlich nicht wirklich partizipieren können. Im Gegenteil, der Druck dürfte hier eher zunehmen und ja, der laufende Monat eher schlecht verlaufen, Schrägstrich könnte es auch im nächsten Monat noch ein Stück weit runtergehen. Ich glaube aber nicht, dass wir die 1,20 jetzt unmittelbar nochmal testen. Wobei beim Pfund ist das, wie gesagt, so ein Stück weit Eigenleben.
Und das muss man definitiv berücksichtigen. Gut. Was ich heute noch mitgebracht habe, neben dem, dass wir jetzt gleich mal die Wunschpairs durchgehen, ist auch ein Seasonal Pattern. Schauen wir uns gleich mal wieder an. Aber lass mich mal ganz kurz auf den Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar eingehen. Ja, das ist die Geschichte, von der ich gerade sprach. Hier übrigens der Stream von mir. Hier haben wir auch den Link. Und das ist der Chart, wo vorhin auch von Bernd, danke, wie gesagt, für alle Beiträge an dieser Stelle, aber auch generell hier für diesen Chart vom Euro gegenüber Euro. Neuseeland-Dollar-Yen, jetzt haben wir es. Ja, was sehen wir hier? Ein Ausbruch über eine schräge Trendlinie, das ist erstmal sehr, sehr schön. Und Bernd nahm das auch als Beispiel in Sachen Price-Action-Beschreibung, weil ich auch immer dafür plädiere, schaut auf die Price-Action-Zonen als vielmehr da eben drauf, nicht so zwingend auf die schrägen Trendlinien. Ja, die sind ganz nett. Ich sag auch nichts, gerade wie beim Euro-US-Dollar auch gesehen. Wenn man hier gewisse Trendkanäle einfangen kann. Auch Formationen haben durchaus ihre Relevanz, ja. Man spricht hier von eben den aufsteigenden und fallenden Dreiecken, Wimpeln, symmetrische Dreiecke. Wie gesagt, es gibt viele, viele Sachen, die durchaus ihre Relevanz haben, wenn man die aber mit der gepaarten Erfahrung kombiniert und natürlich dann auch mit dem richtigen Risk und Money Management, also der Erwartung, was kann kommen aus so einer Formation, was kann passieren, wo habe ich meinen Stopp, das muss alles kalkuliert werden. Aber grundsätzlich, gerade auch im Big Picture, sind eben Price Action Zones sehr, sehr interessant. Da haben wir im Prinzip hier so eine Horizontalline und das ist eben auch sehr schön hier aus dem Stream heraus. Das heißt wirklich hier im Sinne des Chattens, was hier stattfindet, könnt ihr auf den Chart klicken und dann habt ihr den gleichen Chart eben zur weiteren Bearbeitung. Und hier haben wir eben so eine Horizontalzone um, ja, ich sag 82, 80, 82, 90, 83, das ist ja wirklich so plus minus gerade auf dem Wochenchart. Reden wir hier nicht über Pips, das sind dann schon sagen wir mal 10, 20, 30 Pips Spielraum darf man da durchaus haben, zumal auch der Spread hier beim Neuseeland oder eben etwas größer ist. Grundsätzlich aber hier eben der Ausbruch, sehr schön, ja, wusch. Aber dann hier in dieser Zone stockt es. Und wenn man da eben so eine Horizontalline hier nicht auf der Pfanne hat, und das ist eine Price Action Zone, dann wird man überrascht. Aber genauso kam es eben, dass die Schwäche jetzt Einzug hielt. Und ja, jetzt gibt es eben nochmal richtig Druck. Wir sehen auch hier die aktuelle Handelswoche, Neuseeland-Dollar-Yen kurz vor einem neuen Wochentief. Das sieht schon nicht wirklich so bullisch aus, was hier gerade abläuft. Ja, also das heißt, das kann schon noch ein Stück weit tiefer gehen. Und da sprechen wir dann eben auch hier von den Tiefs, die wir zu Beginn des Jahres gesehen haben, vielmehr hier im April. Da kann es schon nochmal hingehen. Also technisch gesehen wäre es natürlich schöner. Lass mich den blauen Pfeil mal kurz rausnehmen. Technisch gesehen wäre es natürlich schöner. Der Bernd hat hier schon eine neue Justierung, sehe ich gerade, in Sachen Chartzeichnung. Warte mal. Natürlich jetzt, wo haben wir jetzt hier die? Da. Ich habe immer noch die alte Version. Asche auf mein Haupt. Wo habe ich denn hier den Pfad zu stehen? Da ist er. So, okay, also, ja, es könnte hier eine kleine Gegenreaktion erlaubt, aber durchaus eben bis hier zu dieser Unterstützung gehen, wenngleich es natürlich rein markttechnisch gesehen schon besser wäre, wenn wir hier das Tief vom April nicht unterschreiten. Ja, also wir sollten hier nicht, oder das Währungspaar vielmehr sollte hier nicht zu tief abtauchen, um dann eben hier eine relativ frühzeitige Stabilisierung zu finden, um dann, ja, entweder, wie gesagt, frühzeitig wäre optimal, aber eine Bestätigung macht jetzt auch keine Schande draus, dann wieder nach oben aufzudrehen. Also das wäre schon mal jetzt das präferierte Szenario an dieser Stelle für Neuseeland-Dollar-Yen und zeigt aber eben so schön, wie die Horizontalzonen, die Price-Action-Zonen, wie ich es auch immer sehr schön nenne, eben ihre Relevanz verdienen. Ja, und darauf müsst ihr wirklich achten, liebe Leute. Trendlinie, wie gesagt, schön, aber gibt es den Spruch, ich habe das erste Mal von Rüdiger Böhren gehört, einem Kollegen von mir, schräge Trendlinien sind für schräge Typen. Ja, hat er einfach mal so rausgehauen und grundsätzlich auch ein interessanter Spruch, weil es aber eben auch, und da liegt der Hauptgrund drin, viel zu subjektiv ist. Ja, der eine legt die Trendlinien, und da bin ich auch schon fertig mit meinem Gewirr über Trendlinien, ja, der eine legt die Trendlinien eben an die Spitzen der Candlesticks an, der nächste an die Körper. Ja, das heißt, das ist einfach zu viel subjektiver Spielraum, dass man hier einfach sagt, dass der Preisschart gibt da zu viel her, als dass man sich da in der Masse drauf verlassen könnte. Aber am Ende ist es Massenpsychologie, die hier dargestellt in der Charttechnik eben ein Stück weit visualisiert wird. Und da will ich nichts gegen technische Analyse, Schrägstrich Trendlinien sagen, aber man muss es eben immer im Kontext sehen. Ja? Also gerade eine Kombination aus Trendlinie und Price Action Zone, sehr, sehr schön. Gerade noch gepaart vielleicht mit Fibonacci, sprich, wenn es Cluster gibt, ja, dann hat man mehrere Indikationen, die hier mehr oder weniger auf dasselbe Level hinauslaufen. Und gerade das sind schöne Zonen. Ja, also Price Action Zonen,
Fibonacci-Levels, Horizontallinien, gewisse Formationen, meinetwegen dann auch noch eine Candlestick-Formation dazu. Alles super, das kann man auf jeden Fall verwenden. Je mehr, desto besser, weil dann hat man auch so eine gewisse Relevanz dessen, dass das nicht nur von einem selbst gesehen wird. Aber auf der anderen Seite, Devisenmarkt, ganz klar, hier sind die Fundamentals am werkeln. Wenn jetzt hier irgendjemand Neuseeland-Dollar gegen Yen ein riesen Währungspaket abstoßen muss, der schaut nicht auf den Chart. Ja, der wird hier partiziell, würde da am Markt seine Setups, hätte ich fast schon gesagt, seine Lots raushauen. Und früher gab es auch gar keine Mikrolots oder Minilots. Ja, also am Devisenmarkt ist die Einheit, eine Einheit ist ein Lot. Das sind 100.000 Einheiten der jeweiligen Währung. Und das ist die Standardgröße, ja. Und da redet man eben auch mal schnell von 10, 100 Lots oder eben riesigen Millionensummen, die da bewegt werden. Und die Mikrolot, ja, die hier den 1000 Einheiten, also 1000 Euro vergleichbar darstellen, oder die Minilot, das sind dann die 10.000, das sind die untergeordneten Levels, die gab es ja vor 2000 überhaupt nicht. Ja, das wurde ja im Prinzip des, ich sag mal, Retail-Tradings eingeführt, weil eine Bank wird kein Mikrolot handeln. Ich meine, klar handeln die hier am Interbankpreis auch die Mikrolots, ja, auf einem Preislevel, jetzt sagen wir mal hier, Bit ist gerade 17,943 Busch. Da sind so und so viele Lots dann gesammelt als Order, Ticket, Bumsch, und das kommt dann im Prinzip an die Bank und die frühstückt das ab. Und das eben auch nicht nur nach der fünften Kommastelle, sondern eben auch hier hinten raus geht's weiter. Ja, das sind ja schon Hochfrequenzhandelssysteme, Algos, die da arbeiten, und Bussysteme, die da hier hintereinander agieren, um jeweils dann natürlich ihre Preise rauszufischen. Und da ist natürlich auch klar, dass Charttechnik da, wenn eben große Orders am Markt platziert müssen, nicht die übergeordnete Rolle spielen. Aber fundamental wird der Devisenmarkt natürlich geprägt von den Zinsentwicklungen, aber da primär auch von den Erwartungen, wohin es denn gehen kann. Ja, wenn jeder weiß, die Notenbank hebt die Zinsen oder hat sie gehoben, dann ist die Luft raus. Da geht es um die Story. Was kommt in Zukunft? Und das ist auch der Grund, warum der Euro unlängst eben so beflügelt wurde, weil eben die EZB hier eben auch restriktiver in ihrer Politik wurde. Und ja, sehen wir eben dann entsprechend hier seit diesem massiven Aufwertungsprozess, den der Euro hier sauber hingelegt hat. Und jetzt aber, wie gesagt, scheint eine Konsolidierung nah. Gut. Jetzt schauen wir mal, wie es hier konkret bei Australdollar hat. Der kam jetzt schon wieder. Also es sind wirklich verschiedene Teilnehmer, die den hier gecovert haben. Australdollar Cut, muss ich sagen, ist eine Währung, die ich nicht ganz so häufig trade. Habe ich natürlich auch immer auf dem Schirm im Sinne der Währungsstärke, ja, gerade wenn es da eben gerade beim Australdollar zur Sache geht. Und hier hatten wir unlängst auch eine Einschätzung nach dem Motto, hier kann es nochmal hochgehen. Und siehe da, haben wir schon wieder so einen Abwärtstrendkanal, der hier schön seine Relevanz gespielt hat. Dann aber hier gab es den Ausbruch und dann eben seither eine jüngste Schwäche. Und jetzt hat der ein oder andere hier einen Short laufen. Also ich sag mal, charttechnisch jetzt hier auf Tagesbasis bezogen, finde ich die Situation für einen Short schon fast gereift. Also ein Short wäre hier in diesem Bereich hier oben interessant gewesen für meine Augen. Also hier nach dem Motto auch hier das, was ich hier schon erwartet hatte. Es zog sich aber seitwärts hin. Ja, und das ist auch der Australdollar, Kanadisch-Dollar natürlich immer wieder beeinflusst. Das sind zwei Rohstoffwährungen. Ja, Australdollar ganz klar, Kanadisch-Dollar, zwei Rohstoffwährungen, die hier miteinander im Kontext stehen. Und manchmal gibt es hier eben ein Tauziehen. Das sehen wir eben sehr, sehr schön in diesem Währungspaar. Und Short, okay, ist genehmigt aus dem Hintergrund, dass wir, oder vor dem Hintergrund, nicht aus, sondern vor dem Hintergrund, dass wir hier natürlich eine signifikante Schwäche in diesem Bereich sehen um die Parität. Ja. Und da haben wir auch gestern erst ein neues Verlaufstief gemacht, ein neues Monatstief, ein neues Mehrwochentief. Spricht schon dafür, dass es weiter runtergehen kann, aber mir fehlt hier so ein bisschen der Drive, die Dynamik, um ehrlich zu sein. Lasst mich mal die Saisonalität holen. Können wir uns auch gerade gleich die Saisonalität vom Neuseeland-Dollar-Yen noch mal kurz anschauen. Das ist so ein Stück weit schwach, dann wieder hoch und dann laufen wir doch seitwärts. Gibt also nicht wirklich die Mega-Indikation. Schauen wir uns das 3-Dollar-Cut an. Oh, das ist okay, ganz schmackes. Muss ich zugeben, gepaart mit dieser leichten Schwäche, die wir sehen, aber es fehlt eben noch Dynamik. Das gefällt mir nicht so recht, aber es könnte, wenn ich mir das mal so anschaue und wir uns so ein Stück weit an die saisonalen Parameter halten, könnte es theoretisch hier so ein bisschen rumplänkeln noch. Ja, vielleicht nochmal einen Aufwärtslauf geben, den man hier in diesem oberen Bereich zwischen 1,0020, 1,0050 möglicherweise nochmal gut shorten kann, um dann dieses Szenario zu fahren. Auch im Sinne der Saisonalität passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. So sieht es mal aus. Ja. Meinetwegen dippen wir hier noch ein Stück runter, ja, aber dann kann es eine Erholungsbewegung geben. Und ja, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Widerstandsbereich, eine schöne Abweisungszone. Das lässt sich nicht bestreiten. Diese Zone mache ich jetzt mal gelb, so schön nach dem Ampelprinzip.
Hat sich hier so, hier waren schon schöne Preisspitzen zu sehen, aber das verwischt jetzt hier alles so ein Stück weit aufgrund der Geschehnisse hier seit Ende Juli, Anfang August. Und ja, von diesem Level kommen, lasst uns nochmal Fibo einlaufen, sage ich schon, einzeichnen. Aber auch hier, liebe Leute, schaut mal drauf, dass wir hier den Handelsblatt JFD Brokers haben, ja, weil ja auch hier in Guidance könnt ihr ja über JFD handeln. Aber auch wenn ihr die Chartanalyse betreibt, schaut mal hier, dass der Handelsplatz eben da ist, weil das im Prinzip ja eben auch die realsten Preise sind. Ja, der Interbankenmarkt ist eben kein zentraler Handelsplatz. Ja, es ist keine Präsenzbörse wie Frankfurt oder New York Stock Exchange oder Tokio oder was auch immer. Nein, das ist ein Interbankenmarkt. Das ist eben auch das, wo ein Stück weit hier ja eben der ein oder andere Marktteilnehmer, der vorlieblich Future handelt, hier ein Stück weit vorsichtiger agiert. Aber der Markt ist eben so riesig und eben auch so durch die Massenpsychologie bestimmt, dass es sich hier durchaus lohnt. Und eben auch, wenn man mal über den Tellerrand schaut, also nicht nur Euro-Dollar oder British-Pfund-Dollar handelt, sondern eben auch mal Australien-Dollar-Karte, die in den Fokus nimmt, gepaart mit Saisonalität, kann das durchaus spannend sein. Aber wäre jetzt trotzdem nicht mein favorisierter Trade in dem Zusammenhang. Aber das mal hier zum Verlaufsszenario und der Teilnehmer, der Short ist, wie gesagt, wenn das Preispaar hier unterhalb von 1,050 bleibt, würde ich die oder das präferierte Szenario auf jeden Fall auf der Short-Seite spielen. Es ändert sich natürlich alles, wenn der Markt hier nach oben rausschießt. Also insbesondere hier auch über 1,007 hat sich's erledigt mit Short, dann denke ich mal, dann dreht der Bulle auf. Aber das muss man abwarten. Soweit sind wir hier längst noch nicht. Also insofern schauen wir mal, was da hier noch abgeht auf gut Deutsch. Gut, hätten wir Australdollar-Cut erledigt. Australdollar-US-Dollar. So, hier nochmal ganz kurz der Goldpreis vorher. Silber habe ich auch als Frage, nehmen wir gleich mal mit. Fuzzy-Vektorlogik hervorragend. Ja, läuft noch. Wir haben jetzt gleich den US-Start. Sollte also hier weiter nach oben gehen, tendenziell. Rein von der Fuzzy-Vektorlogik. Heute auch ein bullischer Tag. Wie gesagt, wir haben es heute Morgen im Livestream durchgekaut. Dürfte jeder wissen. Theoretisches Hoch eben hier im Bereich, ja, 1298. Das ist schon eine Möglichkeit, wo wir 96, wo wir hier hinlaufen können. Das muss ich jetzt mal zeigen, ob jetzt zum US Opening hier nochmal Drive reinkommt. Rein statistisch neigt der Goldpreis mit dem US Opening eher zur Schwäche. Das mal nice to know. So sieht es aber aus, dass der Goldpreis hier theoretisch eben technisch gesehen eher zurückkommt. Ja, so das Verhältnis in dem Zusammenhang. Aber bislang Trendlinie gebrochen, über den Pivot Point stabilisiert. Der Goldpreis hat auch noch Luft. Lass mich mal kurz spicken anhand der Statistik. Wir sind aktuell 8,57 Dollar gelaufen. Im Schnitt haben wir hier 10,50 Dollar. Das heißt, gute 2 Dollar kann es hier noch nach oben gehen. Ja, aber insofern, ja, 2, 3 Dollarchen kann es schon noch nach oben gehen, aber es kann ja auch nach Fuzzy-Logik eben noch ein Stück mehr nach oben gehen. Wir sind zwar hier im überkauften Bereich laut RSI, soll aber überhaupt nichts heißen, das wisst ihr, liebe Leute. Ja, das ist so ein Oszillator, der auch in Anführungszeichen lange, lange Zeit hier über den oder im überkauften Zustand verweilen kann. Ja, ein Oszillator hat eben hier die Eigenschaften, natürlich überkaufte und überverkaufte Zustände anzuzeigen, aber immer ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen und ähnlich wie die schräge Trendlinie. Hier immer der Kontext, liebe Leute. Ja, also wirklich das Zusammenspiel, Price Action, Indikatoren, okay, wenn Sie Signale liefern, die in die Richtung gehen der Erwartungshaltung, mag das sein, aber so ein Indikator basiert ja letztlich auf das, was hier oben ist. Ja, jeder Indikator speist sich anhand der Price Action. Das heißt, es gibt keinen Indikator, der die Zukunft voraussehen kann. Und insofern ist natürlich auch immer hier der Fokus auf den Preisschart zu legen. Also Gold brauchen wir eigentlich nicht weiter besprechen, weil eben heute Morgen im Devisenradar übernommen. Wenn wir hier über 1300 rausziehen, liebe Leute, dann ja, der Goldpreis auf jeden Fall taktisch gesehen ein schönes Signal der Stärke präsentiert. Und jetzt gehe ich mal kurz auf Silber ein. Ach, warum geht es denn jetzt schon wieder nicht? Ist aber kein Problem. Wir laden das nämlich einfach hier im Firefox hoch. Aber das ist wirklich etwas crazy, weil vor 2 Tagen ging es plötzlich im Chrome wieder. Hat Guidance zurzeit mit dem Chrome-Update Probleme. Also hat Chrome ein Update gefahren, was jetzt Guidance nicht so ganz schmeckt. Deswegen kann das kommen, aber da muss man im Prinzip ja einfach nur den Browser kurz wechseln und man hat als Backup, so empfehle ich das eh, zumindest immer 2 auch am Start. Also 2 Browser, wenn nicht sondern 3, also hier den Internet Explorer. So, also Firefox lädt jetzt ein bisschen, es soll uns aber nicht berühren, denn was macht Silber? Ja, Silber ist natürlich hier im Schlepptau vom Gold, bleibt ganz klar. Also dass der Silberpreis hier ein Eigenleben entwickelt. Darauf kann man mal verzichten, wenn gleich der Flash Crash hier, siebter der Knaller.
was da abging, ja. Aber Silber ist auch ein sehr, sehr enger Markt. Noch viel, viel enger als der Goldpreis und natürlich auch hier wesentlich beeinflussbarer, wenn hier die Futures mal über die Wupper gehen. Grundsätzlich aber Silber auch hier in einer gewissen Art und Weise jetzt nicht negativ einzuschätzen, als vielmehr doch hier in der Erwartungshaltung, dass wir hier 1775- Richtung 1850, 90, 90 eigentlich schon. Das haben wir noch nicht erreicht. Ich würde mir wünschen, dass ich das zu meiner Lebzeit noch habe. Silber bei 90 Dollar. Ja, das wäre natürlich das All-Time-High schlechthin. Warten wir es mal ab, ob es überhaupt so kommt. Ja, ich meine, die Kryptowährungen sind ja derzeit auch in aller Munde und ja, die werden ihre Relevanz meines Erachtens haben, aber auch da, es werden. Wie viele gibt es mittlerweile? 800 oder vielleicht sogar schon 1000? Es wird wie bei der Dotcom-Blase und bei anderen Manien sein. Es werden höchstens 5 oder 3% der Kryptowährungen, die es jetzt aktuell gibt, werden überleben und der ganze Rest wird verschwinden. Also das heißt, die Masse der Anleger, die im verkehrten Coin stecken, wird wohl einen Verlust erleiden. Wenngleich es aktuell natürlich ein wahnsinniges Spekulationsinstrument ist. Ja, wir reden ja hier wirklich über mehrere 100%, über eine Vervielfachung innerhalb kurzer Zeit. Aber ich denke, da ist schon viel, viel Fantasie eingespeist. Silber hingegen, ja, neben dem Goldpreis als älteste Währung der Welt, eben doch noch physisch auch greifbar und natürlich auch ein Industriemetall. Aber lasst mich nicht zu sehr abschwelgen. Charttechnisch sieht das mal nicht so verkehrt aus und kann sich auch noch ein Stück weit seitwärts ziehen, gerade wenn das Goldpreis sich noch ein Stück weit Luft lässt. Aber meines Erachtens dürfte auch der Silberpreis hier nach oben rausschnellen und wir gucken uns mal die Saisonalität zum Silberpreis an. Auch hier, liebe Leute, immer schauen auf die Währungssymbole. Auch hier haben wir ja den XAU-US-Dollar, also auch da den Goldpreis als Währungssymbol im Interbankmarkt und auch den Silberpreis. Keine Derivate, also keine CFDs, sondern eben hier der physische Spotpreis. Und Silber läuft hier in dieselbe Richtung wie der Goldpreis selbst. Man hat hier eine tendenziell bullische Saisonalität. Überrascht natürlich nicht, wenn der Goldpreis eine bullische Saisonalität hat, dann ist anzunehmen, dass der Silberpreis in einem ähnlichen Fahrwasser verweilt und genauso sieht es aus. Und vor diesem Hintergrund sollte Silber eigentlich auch tendenziell während der nächsten Wochen aufwerten können, wenn man es mal so sagen darf. Technisch gesehen sollten wir hier nicht unter die Kerze vom 15.8. fallen. Ergo 16.58 war das Tief. Darunter sollte der Silberpreis nicht gehen. Insofern lassen wir den grauen Fall mal dabei. Dann kann es wirklich nochmal zu einem Test von 15.65 kommen. Hier diese schöne Horizontalunterstützung, die hier mit dem Flash Crash, also wirklich Knaller, Knaller hat. Ja, also hier haben wir auch wieder so eine Horizontalzone. Und interessant bei dem Flash Crash an dieser Stelle, liebe Leute, ja, hier mit dem Durchschlag nach unten, wo natürlich auch einige Stops abgeholt wurden, um nicht zu sagen, viele. Muss man aber auch sagen, wenn man hier an dieser Stelle jetzt einen Long hatte, und den Stopp meinetwegen hier bei 15,50 irgendwo oder wie auch immer. Bei so einer schnellen Preisbewegung gibt es natürlich auch Slippage. Das heißt, die Preise, die der Interbankenmarkt dann stellt, sind natürlich dann auch gerade wie zu einer News-Gegebenheit höchst volatil. Und wann der nächste Bid und Ask dann kommt, das wird auch im Millisekundenpreis entschieden. Aber im Sinne dessen, dass der Preis natürlich hier so ausverkauft wurde, gibt es in dem Fall auch immer wieder eine Slippage für den, der eben hier long war mit einem Short. Aber vergesst auch nicht, es gibt viele Marktteilnehmer, die hier auch Short waren mit einem Take Profit irgendwo hier unten. Und glaubt es mir, liebe Leute, die haben dann mit so einem Bewegungsfall auch eine positive Slippage gekriegt. Ja, also bessere Ausführung, als sie in ihren Take Profit möglicherweise hatten. Und das sind immer die zwei Seiten der Medaille. Ja, wenn man natürlich auf der falschen Seite stand bei so einer Newsbewegung und einen Slippage kassiert hat, das ist ärgerlich, keine Frage. Und das passiert am realen Markt auch. Das ist unvermeidlich. Gerade wenn eben schnelle, gerade zu News eben stattfindende Bewegungen erfolgen. Aber man darf natürlich dann auch nicht vergessen, dass es sicherlich auch Marktteilnehmer gibt, die auf der anderen Seite standen und die hier besser ausgeführt wurden. Also hier definitiv auch einen Vorteil dadurch erlangt hatten im Sinne dessen. Also das darf man nie vergessen. Und auch hier hat JFD ja auch beeindruckende Zahlen, dass wir generell die positive Slippage auch weitergeben. Ja, das ist auch wichtig zu wissen, liebe Leute. Viele Broker nehmen nur, wenn sie denn überhaupt weiterleiten an den Markt. Viele nehmen es ja ins eigene Buch, also handeln gegen euch als Trader, was eine Katastrophe ist, ein riesen Interessenskonflikt. Aber natürlich muss man wissen, ja, es gibt eben Broker, die leiten nur negative Slippage weiter, aber positive gibt es nicht. Ja, das ist bei uns anders. Bei uns gibt es einen positiven Bias mit der positiven Slippage, weil wir eben auch in den Preisen nicht rumspielen. Und Ausführung ist Ausführung, ob positiv oder negativ, aber in Summe habt ihr eine positive Slippage bei uns. Das schon mal zum Mitschreiben. Gut, aber back to basic. Wir haben hier oben einen kleinen Widerstandsbereich. Man kann den mal so, ja, die Kerzen spitzen. Ich will schon mal sagen hier, da haben wir die Fibonacci-Levels. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen justieren vom letzten Hoch ausgehen auf den Spike hier von dieser Bewegung. Aber auch gar nicht so
dramatisch, aber hier oben Daily Close über $17,15 wäre schon eine schöne Sache. Ja, sieht ja der Preis immer die sozusagen Lunten. Ne, was sage ich Dochte? Nach einer Kerze gesehen ist das ein Docht. Oder nennen wir es oberen Schattenwurf, da weiß jeder, was ich meine. Also hier haben wir sozusagen immer wieder kleine Preisspitzer, Spritzer, buchstäblich Preisspritzer, was ein Wort, hier nach oben gesehen, in Richtung $17,15. Und aber so richtig drüber ging es nicht. Haben wir jetzt mal eine schöne Kerze, die hier drüber rausgeht, und das dürfte dem Gold dann eine gleich wohlwollende Kerze sein, die dann eben hier einen Movement hat, Richtung 1295, 1300, ja, dann dürfte der Silberpreis auch hier rausschießen und dann haben wir hier eigentlich dann durchaus, meinetwegen dippen wir jetzt hier noch ein bisschen rum, aber im Grunde genommen ist das eigentlich die Tendenz, die zu favorisieren bleibt. Gerade vor der Saisonalität, gerade auch wenn der Goldpreis ausbricht, dürfte hier Drive aufkommen beim Silberpreis. So. Jetzt muss ich mal weiterschauen. Also haben wir die Rohstoffe behandelt. Gold und Silber. So, US-Dollar-Index haben wir uns auch schon angeschaut. Spannende Geschichte. Goldpreis. Und also British Pfund, US-Dollar können wir uns auch nochmal im kurzfristigeren Zeitfenster anschauen. Haben wir ja gerade im großen Chart vorhin schon gesehen. Bisschen bedenklich jetzt aktuell. Wie gesagt, ich selbst bin auch Short, denke auch, das geht noch weiter runter. Und ja, die aktuelle Wochenkerze sieht jetzt nicht bullischer aus. Was hier schön zu sehen ist im Wochenchartintervall, die Preisaction hat nicht mal gereicht, hier das Niveau von 1,33 sozusagen zu touchieren. Hier auch wieder eine schöne Horizontallein. Ja, sehen wir hier sehr schön. Gab es schöne Action. Das hätte hier mit der Kerze vom Juli durchaus passieren können, dass wir hier nochmal ein Stück weit nach oben spucken, ja, aber hat die Kraft nicht gereicht. Jetzt sehen wir hier seit einigen Tagen eben, wie die Preise zurückkommen. Tagen, was sage ich, das sind Wochenkerzen, seit einigen Wochen. Und ja, es sieht jetzt so aus, als würden wir hier diesen Bereich ansteuern wollen, 1,2630 etwa. Dann kann man diese auch schön kopieren und nochmal hier hinlegen. Also auf jeden Fall eine der nächsten Zielzonen, ja, 1,26, 1,2630 würde ich schon präferieren, dass der oder das Cable viel mehr in diese Richtung abdriftet. So, hier hat sich das mit der Unterstützung eigentlich erledigt. Und hier muss man dann mal sehen, was passiert. Aber wenn die Dollarstärke sich noch ein Stück weit ausbaut, wovon ich ja jetzt indirekt ausgehe, dann sollte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht sogar noch mal in Richtung 1,22 gehen kann hier. Aber viel tiefer. Also nochmal ein Touchdown der 1,20 wäre vielleicht eine Einladung. Sollte es so kommen, dann könnte man hier durchaus nochmal einen spekulativen Long starten. Aber das britische Pfund genießt derzeit eben tatsächlich ein Stück weit Eigenleben. Was ich aber oft gesehen habe, auch im Chat gerade, neben Australdollar Cut, hier Australdollar US-Dollar, also hier der klassische Aussie, wie er sich in Händlerkreisen so schön schimpft. Schauen wir doch mal hier die Konstellation an. Auch mal hier den Seasonal. So, na, volatil nach unten, auch wenn gleich die Ausschläge nicht ganz so massiv sind. Aber so von klarer Stärke zeigt sich jetzt nicht wirklich was an dieser Stelle. Und ja, ich muss schon sagen, auch wenn wir jetzt hier zunächst erstmal nach oben abgedreht sind, das wäre schon eine Nummer, ja. Ich halte das nochmal fest hier, 0,7715, 0,7750. Also das hatten wir in der letzten oder vorletzten Woche auch schon analysiert. Da kam eben hier die Schwäche zum Vorschein. Ein Pullback an dieses Niveau wäre meines Erachtens die Einladung schlechthin für eine Long Setup. Ja, ihr wisst genau, dass es sich hier, und das muss ich an der Stelle natürlich gerade, wenn wir auch ein Webinar haben, nochmal zeigen. Upala, das war von vorhin hier der Risikohinweis, ja, der Disclaimer. Ist ja ganz klar, dass ihr auf eigene Verantwortung handelt und ich hier sozusagen Informationen analytisch gebe, aber euch natürlich um Gottes Willen hier nicht in den einen oder anderen Trade reinreiten will. Ihr müsst wissen, das ist ein hochspekulativer Markt und man kann natürlich hier auch durchaus viel verlieren, gerade wenn man mit einem Hebel unterwegs ist. Aber ihr wisst auch, dass wir die Nachschusspflicht abgeschafft haben, liebe Leute. Ja, das hängt natürlich mit einem Urteil der SISEC zusammen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier keine Nachschusspflicht mehr und haben hier sozusagen für euch dann natürlich eine gewisse Sicherheit geschaffen. Ihr könnt nicht mehr verlieren, als auf dem Konto eingezahlt ist im Worst Case. Darum geht's. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das nochmal hier als Rahmennote, gerade wenn man sich eben hier im Trading-Bereich bewegt. Wichtig zu wissen. So, wichtig zu wissen, dass wenn der Preis eben tatsächlich dieses Level hier erwischt, man hier durchaus eine gute Chance hätte, ja,
Konjunktiv. Man könnte hier sozusagen einen Einstieg wagen. Hängt natürlich von jedem selbst ab. Hier auf dem aktuellen Niveau jetzt einen Short zu spielen, ja, mit Stopp über dem letzten Hoch durchaus möglich. Ja, das wäre praktisch hier das Trigger-Level. Kommen wir, zoomen uns mal ein Stück weit in den Chart rein. Das hier das Kerzenhoch vom 17.8. Obgleich hier der Handelsplatz wegen der längeren Hysterie gerade Forex war, gehen wir mal da auf JFD Brokers. Da sehen wir, was die Tatsache ist. Und da haben wir im Prinzip hier das Kerzenhoch auf, wo man merkt, im Bit, aber das Hoch bei 0,7963. So, und wenn dieses Niveau nicht überwunden wird, ja, dann bleibt das durchaus ein Short-Setup. Das heißt, es sieht derzeit schon mal nicht so schlecht aus und auch die jüngste Stärke kann eigentlich dazu einladen, hier einen Short zu spielen. Eben mit Pullback an dieses Level. Und wenn das passiert, dann hätten wir hier eine gute Chance, eben einen möglichen Long-Einstieg zu finden. So sieht es mal aus. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Technisch einwandfrei, was sich mir hier darbietet. Also Short kann durchaus spekulativ genommen werden, um dann sozusagen den nächsten Einstieg zu feiern. Wir sprechen hier von 170 Pips. Lass uns mal ein bisschen tiefer gehen. 180 im Ausnahmefall. So, das wäre praktisch die mögliche Chance. Und wenn man hier das Risiko gegenüberstellt, ja, dann ist das natürlich überschaubar, liebe Leute. Ja, was haben wir hier für ein Risiko? 70 Pips vielleicht, im Prozent 0,9, 0,87. Das ist doch in Ordnung. Sowas muss man doch suchen. Ja, und das passt. Das passt einfach. Sieht gut aus. Muss man natürlich auch durchhalten, den Trade bis hier unten. Ja, und natürlich auch nachtrailen, ja, für den Fall, dass der Markt eben dieses Level hier unten nicht erreicht, dass man dann eben rausfliegt aus der Geschichte mit kleinerem Risiko, Schrägstrich, wenn man nachtrailt sukzessive, dann irgendwann seinen Einstand hat und dann im Gewinn absichert. Ja, das ist völlig legitim und völlig umsetzbar und auch völlig machbar. So, und das ist der Markt, wie er aussieht. Und von hier unten ausgehend, dann kann man natürlich eine schöne Chance nach oben spielen, um dann hier auch mit einem entsprechenden Chance-Risiko-Verhältnis Chance entsprechend aufgeklappt auf der Oberseite, Risiko dann auf der Unterseite. Muss natürlich auch hier ein gutes Ratio von über 2 zu 1 ergeben. Ja, alles, was größer als 2 zu 1 ist, ist super. Wenn man das dann noch durchhält, da kann man sogar mit reinen Trendfolgestrategien und Trefferquoten unter 40% gutes Geld am Markt verdienen. Das heißt, man muss noch nicht immer richtig liegen, man kann sogar in der Masse der Fälle falsch liegen. Aber wenn man ein schönes CRV kreiert, kann man sich das sozusagen alles erlauben. Gut, von diesem Niveau ausgehend dann, wie gesagt, nach oben. Australdollar, US-Dollar, also für mich eher Short. Passt übrigens auch zum eben, nochmal zurück auf zu dem Australdollar-Cut, den wir hatten, zu Beginn, ja. Kann jetzt hier noch ein bisschen rumplänkeln. Im Sinne dessen, dass ja hier der Australdollar als Major-Pair mit drinsteckt, muss man natürlich dann aufpassen, ob der wirklich hier hoch nochmal kommt, denn im Sinne einer Erholung. Wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, muss ich an dieser Stelle sagen. Wäre ich mir jetzt wirklich nicht ganz so sicher, ob er das schafft, hier nochmal schön nach oben aufzudrehen. Klar, die Perspektive gibt's, aber gegebenenfalls kann man hier auch sukzessive reingehen. Aber die Herren oder der Herr, der vorhin hier schon unterwegs war auf Australdollar Cut Short, sieht technisch gesehen mal gar nicht schlecht aus. So, ich sprach von Bitcoin. Schaut euch das mal an. Wir sind hier bei 4,2 schon wieder unterwegs. Hochvolatil die Kryptowährung, gar keine Frage. Jetzt bauen wir hier auch schon in einer gewissen Art und Weise wieder an einer Divergenz, die sich hier auch übrigens zuletzt, das hatte ja auch schön angefangen im Video zum Bitcoin, don't forget, schaut es mal nach, war wirklich schön. Die Divergenz hat hier im Prinzip angedeutet, dass es weitere Tiefs geben kann. Und da gab es ja diesen 20% Crash hier an dem einen Tag, das waren noch 20% knapp oder 18 waren es irgendwas hier, ja genau, da schaut euch das mal an, knapp 20%, 19 irgendwas, hat er dann hier runter korrigiert, das war wirklich der Knaller und es deutete sich schon mit dieser Divergenz an und das ist jetzt etwas, wo ich sage, hey, wenn man es sieht, der Preis gerät ins Stocken, dann ist eine Divergenz wahrscheinlich und dann ist es natürlich möglich, dass es sich im Sinne, dass es eine negative Divergenz, das Preislevel oder das Preislevel nach unten auch negativ entwickelt. Ja, das ist aber nie eine Garantie. Solche Divergenzen können auch positiv aufgelöst werden. Ja, es hätte ja sein können durchaus, dass sich hier die Hochs sozusagen so ein Stück weit ransiechen und dann aber eben ein höheres Hoch kommt und der Preis hier direkt in Richtung 4000 rausgeschossen wäre. Deswegen müsst ihr euch in einer gewissen Art und Weise natürlich immer und stets und ständig hier mit dem Faktor der Sicherheit beschäftigen, ja. Also absichern, um Gottes Willen. Falls der Trade schief geht, Stop-Loss kassieren, Ohrfeige abholen, fertig. Das gehört zum Markt, das ist leider so, ja. Und wer damit nicht klarkommt, der hat dann durchaus Probleme am Markt, da man eben hin und wieder eben doch eine Ohrfeige kriegt, ja. Und der Markt einem eben, ich will sagen, eines Besseren belehrt. Da muss man durch.
Als Lurch sozusagen, wenn man dann erwachsen oder eine Kröte werden will. Aber es sind schon wichtige Punkte, die man nicht vernachlässigen sollte. So, also Bitcoin, wie sieht jetzt aus? Technisch natürlich schon wieder ein Stück weit grausig. Schräge Trendlinie gebrochen, würde ich aber jetzt noch nicht mal übergewichten. Schön wäre es gewesen, wenn wir nochmal ein Pullback an dieses Ausbruchslevel hier um 3000 gemacht hätten. Aber der Bitcoin hat ja so ein Stück weit eben wirklich sein Eigenleben und seine eigene Dynamik. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sieht das durchaus schon wieder sehr, sehr bullisch aus. Ja, also ich meine mit der gestrigen Hammer Candle, Tiefs wurden definitiv wieder hochgekauft, wirkt das für mich jetzt wirklich weiter konstruktiv. Und da wir jetzt ein markantes Tief im Verlauf der gestrigen Tageskerze haben, darf man durchaus annehmen, wenn das gebrochen wird, das Tief, dann kann es zu einem Test der Marke von 3000 Dollar je Bitcoin kommen. Ansonsten, the sky is the limit, ihr wisst Bescheid. Also, Kryptowährungen sind derzeit in aller Munde. Milliarden Marktvolumen, das nimmt auch weiter zu, wenngleich der Bitcoin als Major Coin sozusagen, als the first one, als der, der das größte Interesse auf sich zog, natürlich hier vom Marktanteil immer mehr von Ethereum und Dash und da gibt es eben noch viele, viele andere, eben auch vertrieben wurde und eben die ganzen neuen, die auch an den Markt kommen, da gibt es ja auch viele. Ganz ehrlich, liebe Leute, Multilevel-Marketing-Konstrukte, die jetzt wirklich sehr, sehr wenig mit einem klassischen Krypto-Skill zu tun haben, sondern da geht es einfach ein schönes Schneeballsystem, anhauen, umhauen, weghauen sozusagen. Also werden die Leute förmlich in Kryptos reingetrieben, die gar keine richtigen Kryptos sind, sondern es ist ein reines Multilevel-Marketing-Prinzip und das ist natürlich schon Panne. Ja. Aber sowas passiert natürlich dann auf den Hoch gewisser Preisentwicklungsspitzen. Und der Bitcoin selber, das ist eine Kryptowährung, auch wenn es da hier einen Fork vor kurzem gab, also hier die Aufsplittung, die Aufgabelung. Und ja, das gehört leider auch dazu, dass man sowas erleben muss. Ja, die Bitcoins sind da natürlich als digitale Währung auch angreifbar, Schrägstrich auch, es gab schon die kuriosesten Preisbewegungen. Ja, auch da war es Ethereum, ich weiß gar nicht wo, aber da knallte das Ding mal von einem dreistelligen Bereich in den Cent-Bereich runter und dann wieder hoch. Also puh, das sind schon Hausnummern, das muss man wissen. Also das ganze Vermögen da reinzustecken, halte ich für hochspekulativ, aber Kryptos generell interessant. Es gibt ja auch, wie gesagt, die Idee mit den ETFs und dergleichen, mal abwarten, was da die Zukunft noch bereithält. Also ich glaube, Krypto, die eine oder andere wird es überleben, die wird es geben, die werden uns auch im Leben begleiten und ich halte es jetzt mal nicht für ungefährlich, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, liebe Leute, die Kryptowährungen sind ein Gegenspiel der Notenbanken. Und wenn wir von Jackson Hole sprechen, wird vielleicht das Thema Kryptowährung ja durchaus ein Thema werden. Vielleicht ist es ein Thema und mal ganz ehrlich, das ist ein Milliardenmarkt, ich glaube 100 Milliarden schwer gerade aktuell, aber eine vereinte Aktion von verschiedenen Hedgefonds oder auch Notenbanken an dieser Stelle könnte den ein oder anderen Krypto buchstäblich in der Luft auflösen. Also es ist wirklich was, wo ich sage mal, abwarten, wie es noch kommt. Die Notenbanken weltweit, auch gerade im Kontext mit fiskalpolitischer und finanzpolitischer Ausrichtung, werden sich hier das Brot nicht von der Butter nehmen lassen oder die Butter vom Brot, so rum ist es richtig. Das heißt, früher oder später wird das wahrscheinlich auch interveniert. Wenngleich die japanische Notenbank natürlich den Bitcoin, die Kryptowährung da als Zahlungsmittel ja auch akzeptiert, offiziell. Das ist natürlich ein Riesending gewesen. Hat ja auch den Krypto weiter beflügelt hier im Frühjahr. Ja, da ging es natürlich ja, das war ja impulsiv hoch drei, was da geschah. Keine Frage. Aber da darf man noch gespaltener Meinung sein, wie das weitergeht. Ich meine, Japan und die Notenbanken, ihr wisst es alle, das ist ja ein Prozess. Meine Güte. Zins gen Null, Deflation seit fast schon Jahrzehnten. Wirtschaft kommt zu Recht nicht in Fahrt, Inflation soll produziert werden, aber es kommt einfach keine. Die Abenomics hier 2012 haben es auch versucht rumzureißen. Jetzt hat die japanische Notenbank so viel ETFs und Aktienvermögen wie kaum was anderes auf der Welt. Die Staatsverschuldung ist enorm groß. Das ist der Hammer eigentlich. Wie das sich weiterentwickelt, wir wissen es alle nicht. Ja, geschichtlich gab es das in diesen Dimensionen auch noch nicht, aber der Kapitalismus, der Finanzmarkt ist flexibel genug, sich hier immer wieder auch neu zu erfinden. Ja, also auch sich weiterzuentwickeln. Und was in den USA passiert, was politisch passiert, was fiskalpolitisch passiert, deswegen Jackson Hole, ruhig mal mit einem Auge hinhören, mit einem Ohr, dürfte alles ganz interessant sein. Vielleicht äußern Sie sich aber auch zu den Kryptos. Das wäre auch mal ein Thema. Mal abwarten. Morgen, wie gesagt, ist es ja soweit. Also generell lassen wir uns den Krypto hier nochmal einfangen. Sieht weiterhin bullisch aus. Ich präferiere weiter steigende Preise. Immer in diesem Thema.
höher, weiter, schneller. Das kann man nicht sagen. Das ist eine Trendbewegung. Wer sich hier gegenstellt, der stellt sich buchstäblich gegen eine Diesellok, gegen eine fahrende. Ja. Man wird hier einfach platt gemacht. Ja. Das Ding jetzt zu shorten, kann kurzfristig lukrativ sein, wie mit dem 20%-Crash hier knapp oder einzelne Tage gibt es ja immer wieder mal, wo es richtig nach unten spuckt. Aber generell haben wir hier einen Aufwärtstrend und diesen zu shorten halte ich doch durchaus für gefährlich. Gut, machen wir weiter. Was haben wir noch so auf der Agenda? Australdollar-US-Dollar haben wir schön durchgenommen. Goldpreis hatten wir. Euro, britisch Pfund zieht hier schön nach oben. Ja. Warum? Weil das britische Pfund natürlich schwach wird. Wir haben es hier mit einem Cross-Rate-Pair zu tun. Beeinflusst durch Euro, beeinflusst durch britisch Pfund. Dann wieder auch im Kontext Euro-US-Dollar, britisch Pfund-US-Dollar. Aber hier zeigt der Weg nach oben. Schauen wir uns das Ganze mal im Big Picture Chart an. Eine Kerze, einen Monat. Big Picture, wie gesagt. Deswegen großes Chartbild. Wir schrauben uns über diese Widerstandszone hinaus. Hier 0,91 plus minus irgendwas. Das ist die aktuelle Monatskerze. Ist jetzt auch nicht überraschend, dass die Kerze jetzt ganz, ganz anders aussieht als die British Pfund US Dollar Kabelkerze, ja, weil es hier, wie gesagt, das Spiegelbild buchstäblich ist. Und dessen, dass ich das britische Pfund durchaus schwächer erwarte, glaube ich, die Monatskerze ist ja noch nicht vorbei. Da haben wir noch ein paar Tage. 8 Tage, dann schlägt es den 31. Sollte aber hier so bleiben können. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir so eine Umkehrkerze sehen. Und haben wir dann eine Kerze diesen Ausmaßes, möglicherweise dann auch mit Touchdown an dem oberen Bollinger Band, was wir hier sehen, dann kann sich das Ganze hier schön weiter beschleunigen nach oben. Also ergo, britisch Pfund US-Dollar bleibt jetzt für mich eher kritisch zu sehen. Denke hier doch durchaus, dass es noch Spielraum auf der Südseite gibt. Euro britisch Pfund entsprechend hier, gerade vor dem Hintergrund, dass der Euro Bias generell positiv bleiben sollte. Hier sicherlich dann doch auf dem Weg zur Parität. Mal sehen, ob wir es sehen. Wir haben es hier versucht zur Finanzmarktkrise schon. Da gab es hier Eskalation, so will ich es mal nennen. Da sind wir schon Richtung Parität fast gelaufen. Eine Wahnsinnszeit hier, die Finanzmarktkrise, wirklich Durchdrehfaktor. Aber was wir hier im Prinzip seit 2015 sehen, seit der Brexit-Geschichte, ist jetzt auch nicht ganz ohne. Und es deutet sich so an, so darf man das an der Stelle mal sagen, dass sich das hier nach oben weiterentwickelt. Also Euro dürfte gegenüber dem britischen Pfund die Playerrolle übernehmen. Brexit hin oder her. Wie gesagt, die negativen Kommentare lasten ja da auch auf England. Mal warten, was das noch wird. Wie gesagt, die EU-Verträge laufen ja ohnehin jetzt auch noch weiter. Also mal Butter bei der Fisch, wenn es denn soweit ist. Aber hier wird die Erwartungshaltung gespielt und die spricht ganz klar von einem schwächeren Pfund. Lese gerade im Chat, SMB, Schweizer Nationalbank an dieser Stelle und USA haben Anträge gestellt, damit Bitcoin als Währung anerkannt wird. Und weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt gar nicht so nah dran an den News. Durchaus möglich. Aber Bitcoin, da reden wir wieder über den Bitcoin. Wie gesagt, es gibt ja auch noch viele, viele andere Kryptowährungen am Markt. Um nicht zu sagen, wir gehen, also es waren meines Erachtens zuletzt 800 irgendwas, jetzt sind wir vielleicht tatsächlich schon bei 1000. Wie gesagt, wir sind da auch in einer Multilevel-Marketing-Maschinerie mit irgendwelchen Coins, die nun überhaupt nichts mit Kryptowährungen zu tun haben. Da muss man wirklich schon vorsichtig sein. Aber der Bitcoin als älteste und bekannteste Währung als solche, ja, bleibt interessant, wie gesagt. Ich denke, wie gesagt, Kryptos haben ihre Relevanz am Markt durchaus verdient. Wenngleich die Geschichte natürlich noch reichlich kurz ist und es gibt nicht wirklich ein Erwartungswert, ne? Das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Also beim Gold haben wir was Physisches, bei Währungen haben wir im Prinzip, ja, eine Währung ist die Aktie des Landes. Du hast was Greifbares. Aber bei Krypto, ganz ehrlich, dann ist es, das ist eine reine Erwartungshaltung, reiner Glaube. Ich meine, gut, auch unser Finanzsystem im Sinne der Währung ist ein reiner Glaube. Das Papiergeld, das Fiatgeld ist ja auch nur ein Glaube daran, dass der Wert von 10 Euro 10 Euro ist. Was sich inflationär natürlich durchaus aufweicht, aber im Grunde genommen ist es ja so. Aber ein Krypto ist ja nun wirklich ein reiner Glaubenswert. Ja, eben im Sinne der Unabhängigkeit der Notenbanken, in Anführungszeichen, ja, wenngleich hier Interventionen sicherlich dann auch sehr massiv sich niederschlagen würden am Markt. Aber lange Geschichte, grundsätzlich interessant. Das bleibt mal so. Und wir warten mal ab, was kommt. Was haben wir hier noch? Neuseeländer US-Dollar heute noch mit einer schönen Schwäche. Hat auch den Hintergrund, warum der Euro Neuseeländer hier natürlich so schön auftritt. So, jetzt lassen wir das mal einladen. Kommen wir hier nämlich an ein schönes Unterstützungslevel. Hatte ich heute Morgen schon in der Überlegung, ob ich den covere. So, was haben wir hier? Was hat das MLM zu, was hat das mit MLM zu tun? Das ist ein Geschäftsmodell. Und wenn da ein Schneeballsystem ist, dann ist das nicht ein MLM, sondern ein Schneeballsystem. Mein Multilevel-Marketing ist grundsätzlich nicht schlecht, aber es wird eben mit Schneeballsystemen oft kombiniert. Ja, dass man eben alle Marketing-Register zieht, die es denn da so gibt. Und ein Schneeballsystem dient eben dazu, schnelles Geld den Anwerbern zu versprechen, die wieder neue Anwerber sozusagen anwerben. Ja, aber gut,
lasst uns da nicht vertiefen. Gibt, wie gesagt, einige Coins, die meines Erachtens nicht den Namen einer Kryptowährung verdienen, weil die eben reine Schneeballsysteme sind. Aber da könnt ihr euch, wie gesagt, auch an den Bitcoin-Börsen informieren und dann passt es eben. Ja. So. Zurück zum Pair. Schwächer ist es geworden. Ich weiß gar nicht, ob das ein Video war zuletzt oder aber eine, eine Radareinschätzung. Wir sind aber jetzt hier an einem schönen Punkt angekommen. Wir haben hier die Tiefs vom Juli und hier vom Juni. In die Zone laufen wir jetzt rein. Also singulär betrachtet sieht das für mich gut aus. Auch der EMA 200, ja, ob der jetzt so eine Rolle spielt, wagen wir jetzt mal nicht zu hinterfragen. Aber das sieht eigentlich grundsätzlich spannend aus, was der hier macht. Grundsätzlich sieht das spannend aus. Könnte sich also hier in dem Bereich stabilisieren. Aber ihr wisst es, Dollar-Index hat noch Potenzial einer Erholung. Euro hat durchaus noch Spielraum nach unten. Britisch Pfund auch, Australdollar auch. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Neuseeland-Dollar sich dem entzieht. Insofern, ja, technisch könnte man hier spekulativ auf eine Erholung setzen. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, mehr als eine kurze Erholung wird das nicht. Und ich glaube, auch hier könnte es noch mal tiefer gehen. Das wäre im Übrigen eine schöne Punktlandung, wenn er dieses Level ansteuert. Weil, hier seht ihr diesen Horizontal-Support wieder. Hier die Zone um 0,7050. Ausbruch im Mai erfolgt. Und rigoros aufgewertet. Ja, das war schon eine starke Nummer, gar keine Frage, wie er hier nach oben emporgeschossen ist. Das darf auch mal konsolidiert werden, so eine Rallye. Ja. Dann gehen wir mal hier auf den Hoch- und Tiefpunkt, wie gesagt, dieser Bewegung. Und da haben wir durchaus Spielraum, nochmal ins 61er-Level vorzudringen. Und dann hätten wir hier knapp drunter eben die 0,7050 und das wäre ein schönes Level für den Long. Kommt auch so ein Stück weit dem Australdollar, US-Dollar im Kontext der Rücklaufbewegung an das entsprechende Ausbruchslevel gleich. Erinnert euch an die Analyse von vorhin, sieht wirklich relativ ähnlich aus und gefällt mir eigentlich vom technischen Setup ganz gut. Insofern Augen auf beim Augenschmaus. Ja, hier sieht es wirklich ganz gut aus, dass man da eine Schwäche ja entweder shorten kann, auch hier haben wir natürlich, wobei die Relationen beim Australdollar, US-Dollar besser aussehen, ja, aber hier über dem letzten Hoch haben wir schon so eine Art kleine Widerstandsbarriere. Ja, das seht ihr hier immer schön an den Kerzenspitzen. Das ist schon ein Widerstandslevel in meinen Augen. So. Rote Zone. Unterhalb dessen bleibt es ein Short-Setup. Jetzt haben wir halt gerade eine Unterstützung, von der wir abprallen können, theoretisch gesehen. Kleiner Gegenlauf und dann aber runter. Und hier, das wäre die ideale Stauzone. Also ein Short lohnt sich noch. Ja, man verdient ein bisschen mehr als das Risiko, aber da sieht der Australdollar, US-Dollar technisch gesehen wirklich besser aus. Wenn man die zwei so vergleicht, dann würde ich da den Short beim Australdollar auf jeden Fall bevorzugen. Long kann man sich dann ausmalen, wenn wir wirklich bis hierhin gelaufen sind. Schauen wir aber hier auch nochmal kurz auf die Saisonalität, weil es ja so viel Spaß macht, immer da auch mal drauf zu gucken. Tun wir das jetzt einfach mal. 1, 2, 3, allerlei. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. So, wenig überraschend. Ja, doch, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ist jetzt nicht ganz so konsequent schwach. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir hier mehr so eine Kurve gen Süden sehen. Wir oszillieren hier um die 100 rum. Ja, es gibt mal 103, 104, dann aber 8, also 100,3, 100,4 und hier dann so 99,4, 99,3. Also es ist mehr oder weniger wirklich so Schnittmenge 100. Haut mich jetzt nicht um. Volatil seitwärts, hier haben wir leider keinen saisonalen Rückenwind. Ja, okay. Aber schöne SKS sehe ich gerade. Gerade mit einem Blick auf den Chat gesehen. Ja, das ist richtig. Ja. Kopf hier, ja, Schulter, Kopf, Schulter. Kann hier ein schöner Rebound nach oben werden. Das ist natürlich eine inverse Schulter, Kopf, Schulter, ja. Inverse Schulter, Kopf, Schulter. Eine klassische Schulter, Kopf, Schulter. Inverse wäre die hier unten. Mit Verlaub. Aber hier, das kann eine schöne Schulter, Kopf, Schulter werden. Das stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen. Danke an der Stelle. Charttechnisch verschließt man manchmal seine Augen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von der SKS, aber in dem Fall haben wir hier tatsächlich die Chance, eine solche auszubilden. Ja, und dann wäre natürlich eine SKS ist eine Umkehrformation, die dann eben Schwäche prognostiziert. Und darf man mal gespannt sein, ob es so kommt. Am Ende sind wir alle schlauer, aber schön gesehen an dieser Stelle. So, ich wollte euch noch kurz was Seasonales einstreuen. Lasst doch mal sehen, was der August da so hergibt, oder? Month August bzw. September hergibt. Wir haben jetzt sozusagen den Ausklang des Augustes und wir schauen mal, was sozusagen die Seasonal Pattern mit Blick auf den September ausspucken. Wird dann also sozusagen zum Ende dieser Woche, zum Anfang der nächsten Woche interessant. Und da haben wir es schon. Australdollar Cut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit.
21.09 bis 13.11. Hui, da sind wir dann doch durchaus hier 54 Kalendertage. Also das muss man erstmal durchhalten an der Stelle. Aber da gibt es dann einen bullischen Bias, auch mit einem schönen CRV hier. Das sieht gut aus. Was haben wir denn Anfang September hier? Nicht so viel, außer 4.09. British Pound, Neuseeland-Dollar. Bärisch. Also das Pfund kommt hier nicht weiter überzeugend daher. Aber von den Jahreszahlen ist mir das alles ein bisschen wenig hier. Was haben wir hier? 13 Jahre. Neuseeland-Dollar, Japanisch, Yen. Oh, den hatten wir vorhin schon. Schaut euch das mal an. Bullisches Setup vom 11.09. bis 18.09. Sehr, sehr kurzfristig, aber okay. Wir haben hier 13 Jahre, wo man dann im Prinzip nur drei Verlustjahre haben. Also, das sieht eigentlich ganz interessant aus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mal vormerken, Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Retoure, Neuseeland-Dollar, Japanisch, Yen. Und da erinnern wir uns an den Chart von vorhin. Ja. Gehen wir mal kurz hier im Stream vom Bernd. Ja, lass den ruhig noch mal ein Stück weit runterkommen. Da ist er. Ja, hier noch ein bisschen Neuseeland-Dollar in weitere Schwächen. Dann haben wir jetzt am 11.09. hier, ja, haben wir dann hier möglicherweise ein Tief gefunden und der Markt schießt nach oben. Rein saisonal haben wir hier zumindest die bullische Aussicht. Ja, sieht mal nicht so verkehrt aus. Nehmen wir mal als Haken mit rein. Wenig überraschend, Euro-Yen zwar später. Bullish, 4.9. britisch von Neuseeland-Dollar. Okay. Ansonsten haben wir hier Anfang des Monats nicht so viel. Australdollar, Schweizer Franken, aber das sind nur 8 Jahre bislang. Bisschen wenig. Ja, insofern wollen wir es ja gar nicht zu weit vertiefen. Sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Werde ich euch auch dann beim nächsten Radar-Schrägstrich ohnehin bei dem JFD Devisenradar-Livestreams gern darbieten, was wir da sozusagen Neues rausgefiltert haben. Okay, Abschlussrunde, Abschlussfragen, liebe Leute. Wir nähern uns langsam der Zielgeraden. Hier im Outback Münchens scheint die Sonne brutal. Ja, ich sitze aber hier in einem kühlen Raum. Das passt alles. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Sendung zum Mittwoch, wie gesagt, jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr. Für alle, die Aufzeichnung sehen, weil wir haben heute eine Aufzeichnung am Start. Jeden Mittwoch könnt ihr euch kostenfrei bei uns anmelden. Gehen wir mal kurz auf die JFD-Seite. Da solltet ihr euch eh mal informieren, gerade auch wegen Live-Events, Education-Webinare und. Ja, lasst das auf euch wirken und dann schauen wir mal, was da so kommt. Wir haben hier oben, wie gesagt, Research und Ausbildung. Klick, Events, zack, und hier haben wir unsere Event-Übersicht. Ja, so, und dann könnt ihr euch immer das Ganze anschauen und hier haben wir auch das Webinar. JFD-Devisenradar-Webinar hier Anmeldung möglich. Ja, und ihr könnt mir natürlich auch hier immer gern Fragen stellen. Noch und euch. Gut. Hätten wir die meisten Währungspaare durchgesprochen, die ihr so hattet. Wir sind auch über den Bitcoin ja, zu den Rohstoffen gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr unter das Video, was ich dann hochladen werde bei YouTube im Laufe des Abends, gern einen Daumen nach oben geben. Ah. Grüße vom Outback Bodensee. Ja, das freut mich. Grüße zurück. Danke für das positive Feedback. Danke, war klasse. Ja, freut mich auf jeden Fall. Das ist uns wichtig, dass wir euch hier abholen und dass ihr natürlich auch den Weg zu JFD findet. Ja, ist ganz klar, weil euer Erfolg ist unser Erfolg und das sind nicht viele Broker, die da in dieses Rohr blasen. Da gibt es ganz andere Geschäftsmodelle. Aber das gehört hier nicht her. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Ausklang des Mittwochs. Lasst euch gut gehen. Lasst euch das schöne Wetter, sage ich mal, auch auf das Haupt scheinen sozusagen und lasst euch bei schlechtem Wetter natürlich nicht davon abhalten, auch hin und wieder mal auf den Desktop zu schauen und in Sachen Trading sich immer stets und ständig weiterzuentwickeln. Okay, liebe Leute, dann danke ich für das positive Feedback. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute Zeit. Auf bald. Beste Grüße, euer Chris Kämmerer. Bis dahin und tschüss.